Die Digitalisierungswelle kennt kein Halten. Und nach der Musikindustrie und den Verlagen stellen Internet-Startups nun das Geschäftsmodell der Banken auf die Probe. Sogenannte Fintechs locken mit besseren Produkten zu günstigeren Konditionen. So wollen sie den Bankhäusern ihre Kunden abjagen. Robert Henker ist Mitgründer eines solchen Bankenschrecks. Sein Unternehmen heißt Cashboard und tritt mit einer Alternative zu Tagesgeldkonten an. Kunden verspricht Cashboard 2% Mindestrendite und Kapitalschutz. Das Angebot gibt es nur im Netz. Für Henker ein längst überfälliger Schritt für die Finanzbranche. Also man muss ja sagen, es ist fast schon ein Wunder, dass das Thema Digitalisierung und Fintechs im Bankensegment eigentlich erst so spät gekommen ist. Weil letztendlich sind Banken nur IT-Unternehmen. Das Geld ist ja nicht da, das sind alles nur Informationen, die bewegt werden. Und deswegen ist es völlig naheliegend, dass so eine Branche durch die Digitalisierung, durch Internet-Startups angegriffen wird. In Amerika und Großbritannien sind Fintechs bereits ein Milliardenmarkt. Auch in Deutschland hat ein kleiner Boom begonnen. Mehr als 200 Startups sind in dem Bereich in den letzten Jahren entstanden. In Frankfurt trifft sich die junge Branche. Hier arbeitet man an Themen, die in den meisten Banken erst zaghaft diskutiert werden. Mobiles Bezahlen mit Bitcoins, Vermögensverwaltung auf dem Handy und automatisierte Anlageberatung durch Algorithmen. Auch Christian Hoppe ist begeistert von Fintechs. Sein Arbeitgeber ist aber kein Startup, sondern die Commerzbank. Für sie leitet Hoppe den ersten Inkubator der deutschen Finanzbranche, eine Art Brutkasten für Startups. Die Strategie der Großbank: die neuen Wettbewerber und ihre Ideen ans Unternehmen binden. In den Anfängen hat es gar keiner so richtig gemerkt, dass da was passiert. Und auf einmal ist es riesengroß geworden und alle haben sich erschrocken, wie groß es geworden ist. Das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Mind-Inkubator, ist eigentlich, wir haben die Grundvoraussetzung geschafft, um rechtzeitig die Trends zu erkennen und wo etwas hingeht und können dann hoffentlich rechtzeitig darauf reagieren. Andere Kreditinstitute ziehen nach und suchen die Nähe zur Szene aus dem Netz. Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Banken brauchen neue Produkte, die Startups brauchen Geld und Kunden. Andreas Hacketal erforscht an der Goethe-Universität in Frankfurt die Hintergründe des Fintech-Booms. Noch arbeiten Fintechs meist mit Banken zusammen, um den Kunden Sicherheiten anbieten zu können. Aber dieses Zweckbündnis ist nur eine Übergangserscheinung, ist sich Hacketal sicher. Die Banken können sich anschauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das, was funktioniert, kann man entweder nachbauen oder man kauft dieses Startup. Allerdings sind es nicht nur kleine Startups, die sich da tummeln, sondern es sind auch große Wettbewerber aus anderen Branchen. Die sind nicht mehr zu kaufen, die sind teils teurer als die Banken selbst. Mit großen Wettbewerbern meint Hacketal vor allem Online-Bezahldienste wie PayPal. Auch Google, Facebook und Apple drängen mit eigenen Angeboten auf den Markt. Google und Facebook haben seit neuestem sogar eine Banklizenz. Und die Giganten aus dem Silicon Valley haben einen doppelten Wettbewerbsvorteil: Erfahrung im Erschließen neuer Geschäftsfelder und wertvolle Kundendaten. Die deutschen Banken sind also ein bisschen spät dran. Man muss de facto sagen, die Banken haben die Digitalisierung komplett verpennt, verschlafen in den letzten 10, 20 Jahren, hätten sie die Zeit gehabt, das zu erledigen. Und jetzt sind sie einfach dadurch gebunden, dass sie immer noch aufräumen, was in der Finanzkrise passiert ist. Allein in Deutschland gibt es rund 100 Millionen Bankkonten. Noch klingt die Bedrohung für die Banken daher recht abstrakt. Aber das kann sich schnell ändern. Denn das Image der Banken ist durch die Finanzkrise dauerhaft ramponiert. Viele Kunden suchen seit Jahren nach Alternativen. Einige davon sind schon zu Fintechs gewechselt. Wenn aus diesem kleinen Boom tatsächlich ein Massenphänomen wird, könnte es tatsächlich schon bald heißen: Bye bye Banken.